ein Vogel? Ich bin empört. Das ist der größte Stuss, den ich je gehört. Ich bin einfach Albert. Ja. Ja. Ich bin einfach Albert. Oh ja. Experte für Natur, wie sie sein sollte, pur. Auf die natürliche Tour. Auf die natürliche Tour. Riskiert mit mir vom Himmel einen Blick auf diese Welt. Ich bin zwar kein Vogel, doch mein Flugstil, der gefällt. Mit dem Fingerschnipsen, man glaubt es kaum, werde ich klein wie eine Erbse oder groß wie ein Baum. Ich hab die Taschen voll mit jeder Menge Kram, mit dem ich die Natur ganz genau erforschen kann. Denn jetzt fängt sie an, unsere tolle Tour. Und denkt dran, Albert sagt, Natur aber nur, Natur, Natur, Natur aber nur, Natur, Natur, Natur aber nur, Natur, Natur. Oh yeah. Natur aber nur. Halt mal die Luft an, wer sagt denn... Mir machst du nichts vor. Nee, mein Lieber, ich bleib hier schön in Sicherheit. Also mach hier nicht einen auf Schlaumeier, okay? Los, schwör! Hey, hast du noch alle? Wusste ich's doch. Du schräger Vogel willst... Du willst mich umbringen. Wenn du mich frisst, Spatzenhirn, bekommst du tierisches Bauchweh. Du kriegst eine Fleischvergiftung. Du blöder Vogel. Hör zu, eins will ich hier mal klarstellen. Ich bin kein Vogel. Oder hast du so einen Schwanz schon mal an einem Vogel gesehen? Bloß weil an deinem dicken Hintern ein Regenwurm klebt, heißt das noch lange nicht, dass du kein Vogel bist, klar? Keine Krallen, keine Flügel, keine Federn. Wie soll ich da ein Vogel sein? Und was ist mit dem Schnabel? Hat offensichtlich keinen Hunger. Die will einfach nicht kapieren. Okay, okay. Jetzt versetz dich doch mal in meine Lage. Diese gefiederten Monster machen mir das Leben zur Hölle. Oh nein! Vögel sind wahnsinnige Ungeheuer, Massenmörder. Vögel? Ja, das kannst du singen. Wertlose Fresser. Gut für überhaupt nichts. Hab ich was mit den Ohren? Hast du gesagt, gut für... Überhaupt nichts? Also, ich bin zwar kein Vogel, aber ich weiß, Vögel sind nützlich und gut für eine Menge Dinge. Es wird wohl Zeit, dir mal vorzurechnen, was so ein Piepmatz tatsächlich wert ist. Alles klar, gehen wir. Zum Glück habe ich zufällig meinen super Spezialrechner dabei. Übrigens, mein Name ist Albert. Albert? Na ja, gibt Schlimmeres. Okay, Leute. Wo viele Bäume sind, gibt's viele Vögel. Und deswegen fangen wir am besten hier an. Schau mal darüber. Will ich nicht sehen. Also, wenn ihr mich fragt, diese Vögel sind echt schlau. Und im Picken sind sie sowieso Weltmeister, stimmt's? Stimmt. Au! Na gut, der eine bringt's, der andere eben nicht. Hey, Riesenfang! Schmeckt ihm bestimmt. Mein Fall sind Würmer nicht gerade. Ehrlich, ich verstehe schon, dass man als Raupe in der Gesellschaft von Vögeln leicht das Flattern kriegt. Schließlich sind Raupen für sie der absolute Leckerbissen. Der Vogelnachwuchs hier wird eine ziemliche Lücke reißen bei den Regenwürmern. Die ganze Bande muss von den Eltern gefüttert werden und da wird was weggeputzt den lieben langen Tag.
Auf dem Speisezettel stehen aber nicht nur zappelnde Würmer und anderes Kriechgetier. Es gibt auch Vogelarten, die verdrücken ihre Insektensnacks während des Fluges. Ob das wohl gut geht, die ganze Zeit mit dem Kopf nach unten Bäume runterzurennen? Aber der Kleiber weiß, wo es lang geht. Im Zweifel geht's immer nach unten. So langsam glaube ich wirklich, dass du kein Vogel bist. Schon eher einen hast. Echt, diese Art Mittagessen ist nicht meine Sache. Aber Vögel sind ganz wild auf Würmer und Insektensnacks. Und die Portionen sind auch nicht gerade mickrig. Okay, vom Standpunkt der Vögel alles klar. Aber wo bleibt das Recht der Raupe? Nicht schon wieder. Auch wenn unsere Freundin hier sicher eine andere Meinung hat, auf der Erde gibt's gigantisch viel Insekten und Würmer. Und nur der gesunde Appetit der Vögel hält ihre Zahl in Grenzen. Sonst wär's der Horror. Oh. Schwärme von Fliegen. Ja. Mücken. Kratz. Spinnen. Und Raupen über Raupen. Wenn es nach denen ginge, würden alle Bäume aussehen wie die hier. Denn Raupen fressen und fressen und fressen. Und bei saftigen Blättern hauen sie besonders gern rein. Das Obst würde von Würmern durchlöchert, bevor ein anderer rankommt. Nein, nein, wir brauchen die Vögel, um unter den Insekten aufzuräumen. Das ist ein total wichtiger Job. Das denkst du vielleicht. Ich aber muss meine Zeit damit verbringen, mich vor diesen Banditen zu verstecken. Hör zu, jeder Vogel frisst Tausende von Insekten im Jahr. Die müssten wir sonst mit giftigen Spritzmitteln bekämpfen. Also, um mal eine Zahl zu nennen, von sagen wir 100.000 Insekten, die im Jahr das Zeitliche segnen, werden über 60.000 von Vögeln gefressen. Das macht pro Vogel einen Wert von, von etwa 60 Merkern und ein paar zerquetschten. Ist doch der Wahnsinn. Okay, kannst die Ohren wieder aufmachen. Ich hab dich trotzdem gehört. 60 Mark, lachhaft. Das ist das absolut Blödeste, was ich je gehört habe, Albert. Also echt, diese hirnlosen alten Fressbeutel bestehen doch nur aus ein bisschen magerem Fleisch, ein paar hohen Knochen und verlausten Federn, obwohl sie die ganze Zeit damit verbringen, uns Raupen zu fressen. Mir scheint, du hast wirklich was gegen die Vögel. Jetzt hör mal zu, du Vogelverschnitt. Ich muss mir die ganze Zeit den Bauch vollschlagen, damit ich genug Kraft kriege, um mich verpuppen zu können. Damit habe ich schon genug an der Backe. Und wenn ich dann noch ständig nach Vögeln Ausschau halten muss, die mich verfrühstücken wollen, kann ich nicht genug fressen, kann mich nicht verpuppen. Und jetzt sag mir, wie soll ich dann jemals ein Schmetterling werden, ha? Schon kapiert. Für dich ist ihr Insektenheißhunger natürlich wahnsinnig stressig. Aber trotzdem sind die Vögel mehr wert, als du denkst. Zum Glück für unsere gestresste Freundin gibt es auch Vögel, die stehen nicht auf Fleisch. Der Dompfaff ist so ein Vegetarier. Er hat einen großen, stumpfen Schnabel. Den braucht er auch. Denn saftige Beeren, Keime und Samen mag er ganz besonders. Diese Beeren schmecken echt gut. Achtung, Leute, jetzt kommt der super Spezialtrick. Mein Schrumpftrick. Wow! Und ab damit. Nach dem Essen legt ein Vogel sich nicht aufs Ohr. Er fliegt los und guckt sich die Gegend an. Oh! Vögel schwirren die meiste Zeit irgendwo rum. Ja, ja, Vögel können alles erledigen während des Fluges. Fressen, verdauen. Allerdings, Kerne und harte Samen sind total unverdaulich. Sie treten einfach durch den Hinterausgang wieder ab. Und tschüss! Aber jetzt kommt das wirklich Interessante dabei. Die Samen in der Vogelschiete bleiben unversehrt
und fangen an zu sprießen. Deckung! Wahnsinn, was? Diese kleinen Vögel pflanzen den ganzen Tag und wissen nichts davon. Sie sind bloß auf ihr Fressen scharf. Und die Früchte sind sowas wie ein Lockmittel für die Pflanze, damit sie ihre Samen verschickt bekommt. Ganz schön raffiniert von der Natur, was? Weil Vögel beim Fressen kleckern, lassen sie unterwegs Samenkörner fallen. Und auch so kommen die Pflanzensamen ziemlich weit rum. Im Schnitt pflanzt jeder Vogel pro Jahr einen Baum. Super Spezialtrick. Ende. Wahnsinn. Das macht für jeden Vogel so weitere 20 Merker. Wenn du dir mal klar machst, wie viele Vögel es gibt, dann werden da haufenweise Bäume gepflanzt. Nur durch ihr Kleckern können Vögel neue Wälder entstehen lassen. Sogar über Seen und Berge hinweg, in Gegenden, wo der Mensch nie hinkommen würde. Und das hilft dabei, unsere Erde grün zu erhalten. Wahnsinn, echt. Man soll also die Vögel bezahlen für... Nein, so ist das nicht gemeint. Wenn man mich dafür bezahlen würde, wäre ich längst steinreich. Das kannst du singen. Na gut, noch ein Beispiel. Nicht nur Baumsamen werden von Vögeln transportiert. Auch Hecken entstehen auf diese Weise. Das Interessante bei so einer Hecke ist, je größer sie wird, desto mehr verschiedene Tiere kommen her, um hier ihre Zelte aufzuschlagen. Starke Ecke, die Hecke hier, was? Insekten fliegen auf Hecken, die richtig voll blühen. Das macht sie noch verlockender für Vögel. Denn so kriegen alle, Vegetarier und Fleischfresser, reichlich was zu futtern. Es gibt da alle möglichen Schlupfwinkel, wo sich die Käfer, Maden und Raupen verstecken können und wo man toll ein Nest bauen kann. Hey, kleine Feldmaus, pass lieber auf, sonst gibst du noch ein prima Mittagessen für den Turmfalken ab. Ah, Gevatter Igel, hallo. Ich kann mir vorstellen, was du gerade futterst. Schnecken, stimmt's? In jeder Hecke lebt eine Gemeinschaft, an der alle Tiere mitwirken. Sowas nennt man eine Symbiose. Das bedeutet, jedes Mitglied der Gemeinschaft nützt auf seine Art einem anderen. Genau. Und Vögel sind sehr wichtig dabei. Immerhin entsteht durch sie ja das Ganze. Aus einem Haufen Vogelschiete. Ist doch der Wahnsinn! Das ist wahnsinnig übertrieben. Sie pflanzen sie ja nicht höchstpersönlich. Aber es ist immerhin schon viel besser als das, was die Vögel sonst so treiben. Lass mich raus! Ich brauche mal wieder was zu futtern nach der langen Wanderung. Für das Land sind Hecken enorm wichtig. Die Bauern wissen das. Denn sie sind ein Schutz für die Erde. Der Tau kann auf dem Boden bleiben, die Erde trocknet nicht aus. Wahnsinn! Ja, und sie arbeiten als Windschutz. Sie verhindern, dass fruchtbarer Boden fortgeweht wird. Und wie sieht's unter der Erde aus? Mein super Spezialschrumpftrick! Wow! Die Wurzeln der Hecke und das alte Laub helfen dem Boden, Feuchtigkeit zu speichern. Achtung, Gevatter Igel! Oh Mann, ist der stachelig! Ist ja lebensgefährlich. Also, wenn der Bauer selber für den ganzen Windschutz aufkommen müsste, den Schutz vor Austrocknung und die Insektenvernichtung, dann hätte er Tausende von Mark zu berappen. Tatsächlich aber kriegt er das alles hier total umsonst von dem bisschen, das die Vögel im Flug fallen lassen. Wahnsinn. Ich schätze mal, pro Vogel macht das so ungefähr genau 70 Märker. Schaut mal, da ist ein Loch in dem Baum. Und außerdem ist so eine Landschaft mit Hecken, Bäumen und Sträuchern was fürs Auge. Die Leute aus der Stadt können hier entspannen und den Stadtstress vergessen.
Ich denke, dass man weitere 15 Mark pro Vogel für ihren Unterhaltungswert veranschlagen kann. Wahnsinn, ne? Blödsinn! Wenn dich jemand unterhalten hat, dann war ich das. Und wenn du willst, zeige ich dir auch noch meinen super Spezialtrick. Was wäre dir wert? Kann ich dir erst sagen, wenn ich sehe, wie spezial dein super Spezialtrick ist. Okay. Warte hier, es dauert einen Moment. Na, das braucht wohl ein bisschen länger. In der Zwischenzeit Flugstunde mit Albert. Flugstunde mit Albert. Hallihallo. Ich habe alles Mögliche erzählt über die Ess- und Verdauungsmanieren der Vögel. Aber darüber, was sie so einmalig macht, war noch Schweigen im Walde. Ganz genau, das Fliegen. Wie machen die Vögel das? Also, jetzt erkläre ich's mal. Es hat zu tun mit Aerodynamik, Rotation und, na klar, Auftrieb. Es ist ein wohl praktisches besser, ich zeige Beispiel es wird euch. Das klar machen. Um fliegen zu können, muss man auf eine bestimmte Art gebaut sein. Stromlinienförmiger Körper, ein Schwanz für die Balance. Und selbstverständlich braucht man diese Dinger, Flügel. Beim Fliegen gibt es verschiedene Schwierigkeiten. Als erstes muss man mal vom Boden wegkommen. Der Abflug. Dabei hängt alles davon ab, wie viel Luft aus dem Weg geschaufelt wird. Und in welchem Tempo. Ja, juhu! Einmal in der Luft ist der Trick, oben zu bleiben. Mittels des altbekannten Flügelschlags. Das machen die Vögel ganz locker, mit großer Ausdauer. Oh, 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 oh. Du musst mit den Flügeln schlagen. Wenn man ein gewisses Tempo erreicht hat, kann man ruhig mal in den Leerlauf schalten. Oh. Oh. Glück gehabt. Natürlich ist es hilfreich, wenn man lenken kann. Und zwischendurch ein paar Luftkunststücke bringen enormen Spaß. Um es ein bisschen ruhiger zu haben, kann man sich von der aufsteigenden warmen Luft nach oben mitnehmen lassen. Hey! Ehrlich, Leute, der Mensch hält sich für besonders schlau. Dabei macht er viel mehr Theater und Krach als ein Vogel, bis er mal in der Luft ist. Und er verbraucht jede Menge Energie. Die Flugzeugingenieure können noch gewaltig viel lernen von den Vögeln. Seht ihr, wie die ganze Luft da um die Flügelspitze wirbelt? Das sind die Vögel viel schlauer. Wie die Krähe ihre Flügelspitzen spreizt, das erhöht den Auftrieb. Die Konstrukteure haben das nachgemacht und zusätzlich kleine Flügelchen angebaut. Damit kann man bis zu 10% Treibstoff sparen. Ist doch der Wahnsinn! Diese frechen Piepmätze mit dem Vogelverstand geben den Ingenieuren Flugstunden. Ich denke, das macht glatt noch einen Fünfer aus. Oh, oh, meine super Speziallandung. Ja, also das mit dem Fliegen ist ja irgendwie klar. Wir können aber auch noch anderes von Vögeln lernen. Zum Beispiel davon, wo sie leben wollen. Oder eben nicht. Echt gepflegt hier. Aber die Früchte, die hier wachsen, kommen teuer. Sicher, mit Gift killt man Insekten. Aber die Vögel kriegen auch was ab, wenn sie die Insekten oder von den Früchten fressen. Merkt ihr was? Kein Vogelgezwitscher. Diese Gartenidylle könnt ihr vergessen. Nirgends echte Natur. Keine Wildblumen, kein Teich, keine Kräuter. Nichts, was Insekten oder Vögeln hier gefallen könnte. Aber Vögel sind mobil, sie können ja fliegen. Also können sie einfach woanders hinziehen. Aber ist das heutzutage wirklich noch so einfach? Wenn sich Städte immer mehr ausbreiten, verschwinden Hecken, feuchte Wiesen und sumpfiges Land. Und mit ihnen alle, die hier leben. Für viele ist sowas nur nasses Brachland. Das kann man doch viel besser nutzen, wenn man das ganze Wasser abpumpt und hier alles trockenlegt. Dann kann man noch mehr Häuser bauen. Oder einen Flughafen. Vielleicht auch einen Golfplatz oder, hier, warum nicht, einen Freizeitpark. Nein!
Aber wenn das Wasser geht, gehen auch die Vögel. Wer von euch kennt noch die Geschichte vom Klapperstorch, der die Kinder bringt? Ist natürlich nur ein altes Lügenmärchen. Es stammt aus einer Zeit, die noch gar nicht so lange vorbei ist. Da gab es noch viele Störche und Teiche. Wenn aber die Feuchtgebiete verschwinden, verschwinden auch die Frösche. Und von denen ernähren sich die Störche. Und wenn die Vögel die Fliege machen, sollte uns das eine deutliche Warnung sein. Oh! Denn unter den feuchten Wiesen steckt das beste und sauberste Grundwasser. Und das sind wir dann auch los. Der Mensch bildet sich ein, er kann so viel Land in Beschlag nehmen, wie er will. Aber wenn das so weitergeht, was dann? Dann sind bald keine Vögel mehr da. Und wenn wir die Vögel verlieren, tja, wer pflanzt dann Bäume und Hecken? Und wer frisst die Insekten? Dann gibt es ständig Insektenplagen, die mit noch mehr Gift bekämpft werden müssen. Die Luft ist voller Chemikalien. Viel zu gefährlich zum Einatmen. Die Insektenvernichtungsmittel sickern in die Erde und vergiften das Grundwasser. Zum Glück ist es im Moment noch nicht ganz so schlimm. Noch sind die Vögel da. Und die zeigen uns, wenn was falsch läuft. Wir müssen nur auf die Kreisläufe in der Natur achten. Die ist doch perfekt, die Natur, oder? Okay, zurück zum Wert eines Vogels. Damit fing die ganze Geschichte ja an. Der Gesamtbetrag für einen Vogel macht dann also ungefähr 170 Mark pro Jahr. Und wenn ich daran denke, wie viele Vögel es auf der Welt gibt, dann ergibt das... Ist ja irre. Das ist eine Menge Geld. Das ist der Wert eines Vogels in Geld gerechnet. Aber kein Geld der Welt kann ihn zurückbringen, wenn er erst mal ausgestorben ist. Hey, du fetter Angeber, pass doch auf, wo du dein Zeug hinschmeißt. Wetten, dass du mich nicht wiedererkennst, du komischer Vogel? Diese Stimme. Ach, du bist es, Raupe. Und? Bist du jetzt mit dem Gequatsche vom Wert eines Vogels endlich fertig? Okay, für dich ist das vielleicht dummes Gerede. Aber da heutzutage alles in Geld ausgedrückt wird, kann man ruhig mal festhalten. Vögel sind unbezahlbar. Hör mal. Du denkst, diese Schnabelköpfe hätten Flügel? Na, dann check diese hier mal ab. Was sagst du dazu? Was ich dazu sage? Ich sage Natur, aber nur.